Sie kommen kistenweise, an jedem Markttag, gefrorene Hühnerteile. Schenkel, Flügel, Rücken, Innereien. Langsam tauen sie an den Verkaufsständen vor sich hin. Massen, produziert in den Schlachthäusern von Südamerika, den USA, Asien, Europa. Massen, die dort nicht zu verkaufen sind. Massen, die dort niemand essen will. Überschuss, Reste. Exportiert in Entwicklungsländer wie Ghana. Über 1000 Tonnen gefrorenes Hühnerfleisch landen Monat für Monat allein in diesem Kühlhaus in Accra. Viele Kisten aus der Europäischen Union. Es sind Produkte einer grenzenlosen Industrie, die um jeden Markt kämpft und die mit ihren Exporten inzwischen viele afrikanische Geflügelfarmer in den Ruin getrieben hat. So ist es. Seit Jahren. An jedem Markttag. Mühsam zerkleinern die Verkäuferinnen morgens gefrorene Klumpen mit Innereien und anderen tiefgefrorenen Hühnerteilen. Es beginnt Anfang der 90er Jahre. Damals importiert Ghana 9000 Tonnen dieses Fleisches. Inzwischen sind es 90.000 Tonnen jährlich. Und die Menschen kaufen es. Es ist konkurrenzlos billig. Kritiker sprechen vom Dumping. 2004 kostet ein Kilo des gefrorenen Hühnerfleisches umgerechnet 1,50 Euro. Das lokale Huhn ist fast doppelt so teuer. Europa ist gut vertreten auf dem größten Markt in Ghanas Hauptstadt. In dieser ungekühlten Vitrine Hühnermägen aus Frankreich. Hinter den Verkaufstheken finden sich neben Kisten aus den USA und Brasilien vor allem niederländische Verpackungen. Mit den weltweit gestiegenen Lebensmittelpreisen ist auch das Importfleisch inzwischen teurer geworden. Das Kilo kostet nun 2,70 Euro. Die Menschen wollen es nach wie vor. Denn die Gefrierteile kann man auch in kleinen Stücken kaufen. So bleibt das Fleisch bezahlbar. Ein anderer Teil des Kaneshi-Marktes. Hier verkauft die Konkurrenz. Einige wenige Händler gibt es noch. Sie bieten lebende Hühner von Bauern aus der Umgebung an. In den besten Zeiten gingen pro Tag 3000 Tiere über den Tisch. Seit der Importschwemme ist das Geschäft immer mehr weggebrochen. Viele Händler haben aufgegeben. Keine Chance mehr gegen die billigen Kleinteile aus dem Ausland. Eine hühnerverarbeitende Industrie gibt es hier nicht. So ein Hahn würde umgerechnet an die 8 Euro kosten. Normalerweise kaufe ich freitags 600 bis 800 Hühner ein. Früher waren die dann noch am Samstag weg. Jetzt werde ich die Hühner oft nicht mal in einer Woche los. Das Geschäft läuft überhaupt nicht mehr. Geflügelproduktion in Europa und Afrika. Zwei Welten. Handarbeit gegen Hightech. Millionen Hühner werden täglich in Europa geschlachtet. Gegessen wird davon am liebsten das Brustfleisch. Handverlesen und kontrolliert bis in die letzte Faser kommt es bei uns auf den Markt. Röntgenaufnahmen, damit kein Knöchelchen übersehen wird. Die Kunden dieser Firma, vor allem Fastfood-Unternehmen, wollen das so. Natürlich auch andere Teile wie Schenkel und Flügel lassen sich vermarkten. Doch was übrig bleibt, muss weg. Zum Beispiel in den Export. Zum Beispiel nach Afrika. Wir wollen nur das Beste und das bekommen wir. An diesem Ort herrscht nur noch wenig Hoffnung. Die Hühnerfarm von Welbeck Asante. Zusammen mit seiner Familie hat der 78-Jährige sie bewirtschaftet. 6000 Hühner hatten in den Ställen einmal Platz. Doch mit den Importen des Gefrierfleisches kam für ihn der Ruin. Hier überall sind unsere Hühner groß geworden. Hier in diesen Stall kamen sie, wenn sie ausgewachsen waren. Hier waren sie schon groß. Hier und hier.
Da hinten hatte ich noch Legehennen. Jetzt ist alles leer. Hier, da auch. Jetzt beten wir zu Gott, dass die Regierung und die Behörden dafür sorgen, dass uns geholfen wird. Dass keine Hähnchen mehr aus Europa hierher kommen. Wir müssen für die Zucht doch schon die Küken aus Europa importieren. Und jetzt schicken Sie uns die zerteilten Schlachthühner. Ich bete dafür, dass uns die Behörden helfen. Die meisten Farmer haben gar keine Märkte für ihre Produkte. Sie produzieren und können nichts verkaufen. Das bedeutet, sie können ihren Bestand nicht mehr erneuern. Rund 40% unserer Bauern sind in einer Situation wie Asante. Und die anderen arbeiten weit unterhalb ihrer Kapazitäten. Vor 30 Jahren hatte Asante begonnen, Hühner zu züchten. Jetzt ist alles vorbei. Oyar in der Nähe von Accra, ein kleines Dorf und ein Beispiel dafür, was Globalisierung für viele Entwicklungsländer bedeuten kann. Um das Dorf herum gab es früher jede Menge Hühnerställe, die Amas Farms. Die Menschen fanden dort Arbeit und Auskommen. Der ganze Ort lebte von den Hühnern. Heute sind auch hier die meisten Ställe leer, verfallen. Aber nicht nur die Farmer, ihre Arbeiter und deren Familien sind betroffen. Die Krise zieht Kreise für andere Menschen. Die Futtermühle direkt am Dorfplatz. Ihr Besitzer Isaac Dwa Sarpong hat die umliegenden Höfe mit Hühnerfutter aus Mais beliefert. Mischungen, abgestimmt für Küken, mittelgroße und ausgewachsene Schlachthühner, Legehennen. Früher hatte er den ganzen Tag zu tun. Heute wirft er den Motor der Mühle nur bei Bedarf an. Ein paar Säcke am Tag, das ist alles, was Isaac Dwa Sarpong noch los wird. Hauptsächlich an Privatleute. Diese Kunden kaufen hier ihr Futter, weil sie zu Hause ein paar Hühner für den Eigenbedarf halten. Dem Müller reicht der Umsatz gerade noch zum Überleben. Andere, die hier gearbeitet haben, ernährt die Mühle nicht mehr. Jetzt sind wir hier nur noch 6 Leute. Davor waren wir 15. Weil der Markt zusammengebrochen ist, haben wir viele nach Hause schicken müssen. Vor 8 Jahren habe ich angefangen. Da war das Geschäft sehr gut. Jetzt aber ist es am Boden. Alles geht den Bach runter. Der Zusammenbruch der heimischen Geflügelindustrie trifft längst auch größere Zulieferbetriebe. Eine andere Futtermühle am Stadtrand von Accra. Einst wurde hier rund um die Uhr produziert, 25 Tonnen pro Tag. Jetzt sind es noch 8. Wer hier noch einen Job hat, kann froh sein. Er verdient immerhin rund 3 Euro am Tag, das Dreifache des ghanaischen Durchschnittslohns. Wie lange in seiner Firma überhaupt noch gearbeitet werden kann, Ben Okwaye weiß es nicht. Die Zahlen sehen nicht gut aus. Wenn wir weiter Europas Produkte kaufen, haben wir hier bald eine riesige Arbeitslosigkeit. Ich hatte 35 Arbeiter mit Familie und ich musste sie entlassen. Sie sind arbeitslos. Wenn wir weiter diese Produkte aus Europa importieren, sorgen wir dort in den Ländern für Arbeit. Hier aber werden die Menschen arbeitslos. Was passiert, wenn man in Ghana arbeitslos wird? Die Menschen müssen für sich selbst sorgen. Staatliche Hilfen gibt es keine. Wer Glück hat, findet irgendwo einen Job. Der aussichtslose Wettbewerb auf dem Geflügelmarkt, er hat Ghana heute in die Abhängigkeit geführt. Nach dem Kollaps der meisten Hühnerfarmen kann das Land heute nur noch 3% seines Bedarfs an Hühnerfleisch mit der eigenen Produktion abdecken.
Ein Kühlraum auf dem Malam Atta-Markt in Accra. Später Nachmittag. Wie oft diese Tiefkühlteile aufgetaut und wieder eingefroren wurden, kann man erahnen. Auch die Anzahl der Krankheitserreger. Diese Kiste aus Holland wird bald ähnlich aussehen. Eine Lebensmittelüberwachung gibt es hier nicht. Doch Ende der 90er Jahre wurde im Nachbarland Kamerun eine Untersuchung durchgeführt. Damals waren 85% der Stichproben nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. Dort wurde der Verkauf verboten. In Ghana ging er weiter. Das Land kann es sich offensichtlich nicht leisten, gegen die Regeln des freien Welthandels zu verstoßen. Die Märkte dieser Welt müssen offen sein. Schnell stehen sonst finanzielle Unterstützung und Kredite von reichen Geberländern auf dem Spiel. Jetzt steht nur die Gesundheit auf dem Spiel. Der Menschen, die Fleisch wie dieses essen. Am Korlebu Teaching Hospital in Accra hat man da Erfahrung. Zweifellos gibt es Gesundheitsgefahren durch importierte Lebensmittel, insbesondere durch gefrorenes Hühnerfleisch und Ähnliches. Da gibt es immer ein Gesundheitsrisiko. Wir haben bisher zwar keine Einzelfälle dokumentieren können, bei denen wir bestimmte Erreger von den importierten Nahrungsmitteln genau den erkrankten Personen zuordnen konnten. Aber wir hatten hier schon schwere Fälle von Lebensmittelvergiftungen bei Menschen, die solche Sachen gegessen hatten. Die Importe haben längst andere afrikanische Staaten erreicht. An einer Landstraße im Nachbarland Togo ähnliche Bilder wie in Ghana. In diesem kleinen Kühlhaus werden neben gefrorenem Fisch ganze Hühner angeboten, Suppenhühner aus Deutschland. Die Kiste, die ein Verkäufer aus dem Kühlcontainer holt, erzählt die Geschichte einer langen Reise von Suppenhühnern mit dem Namen Luna. Wassertrüdingen in Bayern, Sitz der Buckel GmbH. Die Firma holt schlachtreife Legehennen in ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland ab. Bevor die Tiere hier geschlachtet und vermarktet werden, haben sie schon oft hunderte Kilometer hinter sich. Doch so manches Luna-Suppenhuhn lässt sich offenbar in Europa nicht verkaufen. Es geht in den Export. Wie diese. Mit nur 800 Gramm zu leicht, nichts dran. Vermutlich ausgediente Käfighühner, die nach einem Jahr Legeakkord für ein paar Cent abgegeben werden. In Deutschland will sie anscheinend keiner haben. Deshalb lohnt sich für Schlachtereien das Geschäft mit Afrika. Deshalb macht ein Suppenhuhn eine Reise über Kontinente. Deshalb landen 800 Gramm Luna in Togo, bei Gatsche Amakafui und ihrer Großfamilie. Tradition trifft auf Fortschritt. Wenn ein gefrorenes Käfighuhn für Suppe den Fortschritt bedeutet. Luna und ihre anderen tiefgefrorenen Artgenossen haben die Essgewohnheiten hier, wie fast an der ganzen Küste Westafrikas, verändert. Zwar ist das Importhuhn nicht mehr so günstig wie früher, doch in der Zubereitung bequem. Dieses Huhn hier ist schon gerupft. Wenn man spät dran ist, muss man es nur noch klein hacken. Das Schlachten, Rupfen und Ausnehmen dauert doch viel zu lange. Die Firma Buckel wollte übrigens zum Afrika-Geschäft keine Stellung nehmen. Auch in Togo sind die lokalen Hühnermärkte inzwischen so gut wie zerstört. Die Menschen haben stärker unter den Hähnchenimporten zu leiden als in Ghana, denn hier herrscht eine noch größere Armut. Nicht einmal die Händler können mehr vom Verkauf der importierten Hühnerteile leben. Die Billigangebote von einst sind keine mehr.
Denn nachdem die Importeure den Markt erobert hatten, verteuerten sie die ausländische Tiefkühlware drastisch. Auch für die Händlerinnen auf dem Markt. Unser Geschäft läuft überhaupt nicht mehr. Wir legen die Ware aus und kaum einer kauft sie. Die Hähnchen verderben mir in den Kisten. Ich muss das Kilo für umgerechnet 2,5 Euro kaufen. Da kann ich nichts mehr aufschlagen, um Gewinn zu machen. Wir können nur überleben, wenn die Preise gesenkt werden. Da muss man unbedingt was tun. So profitieren vom Hühnerhandel einmal mehr die Großen. Vor allem Im- und Exportunternehmen. Für Kritiker der Nahrungsmittelexporte hat diese Entwicklung System. Das ist natürlich ein typisches marktwirtschaftliches Phänomen. Man versucht erst einmal ein Monopol zu erlangen, um dann anschließend, wenn man es hat, die Preise hochzusetzen. Aber in der Zwischenzeit sind es eben Dumpingmethoden, um dieses Monopol zu erreichen. Lebende Hühner werden heute auf dem Graumarkt in Lomé kaum mehr gehandelt. Manche versuchen es mit heimischen Rassen, die meist zu besonderen Anlässen und Festtagen gekauft werden. Premiumhühner, pro Kilo fast zum gleichen Preis wie tiefgefrorene. Und ebenso unverkäuflich, wenn die Menschen kein Geld haben. Einmal mehr sind die Leidtragenden kleine Bauern und ihre Familien, deren ganze Existenz von ein paar Hühnern abhängt. Früher lief es gut, jetzt nicht mehr. Wir schuften und schuften. Manchmal sterben die Hühner und wir verschulden uns mit Krediten für neue Hühner. Was anderes als Hühner verkaufen kann ich nicht. Ich will unbedingt weitermachen, aber wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Wir versinken hier in Sorge und Schmerz. Besonders die togolesischen Frauen leiden. Wir leihen uns Geld, um die Kinder in die Schule schicken zu können. Aber wenn man nicht bezahlt, müssen die Kinder hungern und zu Hause bleiben. Also besonders wir Frauen leiden sehr. Einmal, 2003, hat Ghana versucht, die Importzölle für ausländisches Geflügel zu verdoppeln. Weltbank und Währungsfonds drohten damals mit der Kürzung von Hilfsgeldern zum Abbau der Staatsschulden, weil dieses Billigfleisch den Armen zugute käme. Das Gesetz kippte. Die Resteinvasion ging weiter. Chickenback, Hühnerrücken, ist heute der Klassiker der Reste-Rampen holländischer Schlachthäuser. In diesem Kühlhaus in Accra trifft gerade eine Lieferung ein. Eigentlich wird der Chickenback zu Tierfutter verarbeitet. Wenn allerdings noch genug Fleisch dran ist, geht er nach Afrika. Im Schnitt werden hier im größten Kühlhaus Accras täglich 2,5 Container mit Tiefkühlware entladen. Heute kommen noch Hühnerteile aus Südamerika. Brasilianisches Geflügel ist nirgends auf der Welt mehr wegzudenken. Ein Großteil der anderen Kisten aber stammt aus den Niederlanden. Dieses Kühlhaus arbeitet eng mit einem holländischen Exporteur zusammen, der sich auf Hühner für Afrika spezialisiert hat. Die Niederlande sind der wichtigste Umschlagplatz für Exporte aus Europa. Dort dreht sich pausenlos ein internationales Hühnerkarussell, auch gegen die mächtige Konkurrenz aus Brasilien. Hühner aus Nachbarländern wie Deutschland werden importiert, geschlachtet, zerlegt, wieder exportiert. Unendliche Warenströme, alles muss raus. Die Besitzer der Schlachthäuser fragen meist nicht, wohin. Die Füße für China, die Brust für Europa. Und der Rest? 40.000 Tonnen pro Jahr gehen nach Afrika. Die Bundesregierung jedenfalls will Geflügelexporte künftig offensiv fördern. Und globale Märkte nutzen, wie es in einem Aktionsprogramm heißt. In einer Broschüre steht, welche Produkte nun verstärkt in ärmere außereuropäische Länder geschickt werden sollen. Es sind die üblichen, hier unverkäuflichen Überbleibsel. Schlachtnebenprodukte, Suppenhühner. Für Afrika sei die Kampagne nicht gedacht, so das Bundesministerium. Entwicklungsorganisationen befürchten, dass diese Aktion den Hunger in den armen Ländern vergrößern wird. Für den Gewinn der deutschen Hühnerindustrie, für billiges Fleisch auf unseren Teller. Wir befinden uns in einer Situation, die auf lange Sicht nicht mehr vertretbar ist.
Kleinbauern werden immer stärker an den Rand gedrängt, während die Agroindustrie die Macht hat, ihre Preise zu diktieren. Die Kleinbauern können nicht entscheiden, zu welchen Preisen sie kaufen und zu welchen Preisen sie verkaufen. Sie müssen ihre Produktionsmittel zu Einzelhandelspreisen kaufen und ihre Ernte dann zu Großhandelspreisen verkaufen. Es ist dringend notwendig, die Verantwortlichen in der Agrar- und Ernährungsindustrie zu kontrollieren und Regelungen festzulegen, die bestimmte Handelspraktiken unter Strafe stellen, wenn sie auf dem Missbrauch einer Vormachtstellung basieren. Wir müssen den Kleinbauern ermöglichen, von ihrer Landwirtschaft angemessen leben zu können. In Zukunft haben wir da keine andere Alternative, als die familiäre Landwirtschaft zu stärken. Denn so wird es zukünftig möglich, die Welternährung zu sichern.